Willkommen auf VGLS mit Mittelmark. Nordfriesische Marsch heute. Ja, wir nehmen noch einen Sattel Milch mit. Und dann stellen wir den am Hof ab. Dann springen wir in den 1050 und machen nochmal eine Rundtour eben, beziehungsweise wir müssen noch Holz eben fahren. Vom Sägewerk, vom Holzfäller zum Sägewerk und dann aus dem Sägewerk nehmen wir noch einen Schwung Paletten mit, glaube ich. Dann haben wir das nämlich auch. Wir warten da, beziehungsweise der Hacker ist ja noch unterwegs. Da warten wir, das will ich erstmal komplett abhacken, das Feld. Um nachher mal zu sehen, was da wirklich für eine Menge runtergekommen ist. Weil dann würde ich das nämlich nachher wieder düngen, kalken, düngen, wieder voll fertig machen und dann wieder wachsen fürs nächste Jahr. Deswegen ist da jetzt auch unsere Kolonne unterwegs. So semi, obwohl sie dreht, sie fährt, das ist schon mal viel wert. Ist er voll oder dreht er nur? Fährt er weiter, geradeaus? Was macht er? Mein Ping, also in FPS ist halt echt schwierig, muss ich ja sagen, wie es ist. So. Oder vielleicht, weil das fällt dann da jetzt. Weiß ich nicht. Naja. Ich habe mir ja, jetzt gar nicht, ob ich das hier schon gesagt habe, doch. Ich habe mir das Video von Feed Action angeguckt, zur 1000. Folge mit dem neuen Produktionspack und so weiter und so fort. Und auch zu Biogasanlagen und so weiter. Theoretisch kannst du die alle abreißen und da deine eigenen drauf bauen, dass du die, sag ich mal, richtig nutzen kannst. Aktuell, ich wüsste noch nicht wofür, hätte ich gesagt. Aktuell läuft es auch noch ganz gut ohne. So, ich bringe Nachschub an Milch. Butter, Abwasser. Wir müssen mal gucken, ob der auch Abwasser laden kann. Aber sonst müsste mich Abwasser eigentlich auch zur Kläranlage. Muss mich eigentlich auch hier raus. Aber eigentlich ist das ja der Universaltank, also müsste das eigentlich klappen. Wir gucken gleich mal. Ah, geht. Dann nehmen wir jetzt doch nochmal im Schwung Abwasser mit. Ich sehe schon, mein Plan erinnert sich wieder hier im Minutentakt. Eigentlich wollten wir jetzt gleich Paletten fahren, aber ich weiß gar nicht, ob wir dazu gleich noch kommen. Naja. Die Frage, verarbeiten wir denn eigentlich genug Milch rein, theoretisch? Ist gar nicht, was der Server so, was die Produktion so braucht. Beziehungsweise was wir so circa produzieren in 24 Stunden, also einen Monat an Milch. Weiß ich gar nicht so genau. Na Lülle, wir sind wieder da.
erklären. Molkerei, was braucht die denn, die Produktion? Achthundert mal 1, 800 mal 4 plus einmal 600, 3800 mal 24 Zyklusse, mal 24 Zyklusse. Die braucht gerade mal 100.000. Ja, dann vielleicht müsste er doch vorerst die Käserei kaufen. Wie teuer ist die? Was ist denn jetzt die Käserei, Mädels? Brauerei, Brennerei, Dünger. Nö, 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 nö. Gemüse, Glas, Käserei. Die kostet 1,4. Braucht die auch, die braucht Milch wahrscheinlich. Milch, Milch, Milch. Aber wir wollten beim Klärwerk eben gucken. Ist glaube ich ganz oben. Kläranlage. Aus Gerasamenich. Easy Water. Lass mal auch einfach laufen. Wir haben es ja, oder? Oh, elektrische Ladung und Wartung ist da. Dann soll es verlaufen. Jetzt, wir fahren jetzt noch. Was kostet denn der Platz für die Käserei eigentlich? Können wir mehr kalken? Ich mich und die ganzen Dills hier heransehen. Die Käserei da denn drauf? Überhaupt? Die sieht zu groß aus. Dort, die passt da wohl hin, hätte ich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie er die platziert hat. Ist das so rum was, oder? So rum könnte ich mir vorstellen, vielleicht, oder? Hat das Sinn? Ja, ich glaube, so rum hat er die gebaut. Und dann so. Ich glaube, der hat die hier unten hat sich hier angeguckt und dann so, dass er es da nicht reinbaut. Also so oder so. Ja, doch, passt wohl. Wisst ihr, was wir planen um? Wir fahren jetzt noch ein, zwei Fass ab Wasser, dann ist die Molkerei da wieder leer. Haben wir noch Wasser? Ich glaube nicht viel, oder? Nö. Das lohnt nicht. Ja, machen wir das mit dem Palett nächste Woche. Beide Drescher sind voll. Der Deutsche ist unterwegs. Und der... Vario steht da irgendwo rum. Gleich mal gucken.
wenn der kommt. Es geht doch noch was voran. Ich habe ja schon gedacht, das steht, aber der LK, der Tag hat sich da ein bisschen, weiß ich nicht. Keine Lust oder schlechte Laune, ich weiß es auch nicht. Naja, nicht immer hat man seinen guten Tag. Dass man nicht gerade noch so einfällt, ich muss mal gucken. An irgendeinem Wochenende falle ich noch aus, weil ich da irgendwas anderes machen muss. Abbruch. Vielleicht müssen wir dann noch sich dann noch vorproduzieren. Mal gucken. Mal gucken. Siebenundzwanzig, das reicht nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr hin. Da brauchen wir nicht mehr hin. Es juckt heute aber auch hier, mein Enkel. Merkt das langsam, man hat wieder Sommer. Die ganzen Mücken kommen wieder, Viecher und alles blüht, die Pollen kommen auch wieder, yay. Freue mich ja jedes Jahr drüber. Ich weiß schon, warum ich den Winter am meisten mag. Weil ich einfach Pollen nicht mag. So einfach ist es. So einfach ist es. Wir stellen den jetzt einmal weg und dann gucken mal, wie viel die da schon geerntet haben. Wenn das sogar gerade abkippen. Schieben wir den mal da rein. Lager. Eine halbe Million haben wir schon. So. So, der ist von oben gekommen und dreht jetzt ja einmal. Okay. Okay. Der ist da hinten. Ja, das sieht doch hier schon ganz gut aus. Die kommen sich näher. Die kommen sich näher. Das ist doch perfekt. Dann wären wir ja morgen übermorgen fertig. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir hören uns dann morgen wieder. Und dann wären wir endlich hier fertig.